Hey Freunde und herzlich willkommen zur achten Etappe der diesjährigen Tour de France. Es geht in dieses hügelige Terrain. Wir haben eine super Ausgangsposition. Vlasov auf der 1, Schachmann sogar auf der 3. Heute wird wahrscheinlich auch sich daran nicht so sehr viel tun. Es ist eine durchaus machbare Strecke. Ich denke, die Zeitabstände werden uns da vorne eher weniger betreffen. Favorisiert sind Alaphilippe, Pogacar, Roglic in dem Fall. Tatsächlich ja Pogacar, Roglic hier auch wirklich ja, mitunter die Fahrer, die uns vielleicht noch gefährlich werden könnten. Ich würde sagen, wir starten rein ins Rennen. Und die Update-Etappe wird nun gleich losgehen. Wir sind tatsächlich vorne hier vertreten mit Ryan Mullen. War er ja nicht bei der Tour dabei. In echt. Da wurde ich ein bisschen reingelegt. Und im gelben Trikot Vlasov. Und ich würde sagen, wir positionieren uns hier erstmal nach vorne. Wir sehen die Tagesform aus. Ja, gut, Sam Bennett. Ich habe so kurz überlegt, ob ich den heute in der Ausreißergruppe lassen will, aber ich denke mal heute nicht. Dafür ist das Terrain dann doch noch ein bisschen zu entspannt. Ansonsten, wie machen wir das Ganze? Wir haben Vlasov heute mit einer schlechten Tagesform und den würde ich mal sagen, wird erstmal beschützt von Ryan Mullen für die Anfangsphase. Ansonsten, ja, Sam Bennett heute. Aber wenn wir, ich glaube, bis zu dem zur Sprintwertung kommen, dann mache ich das andersrum. Dann sage ich erstmal, ja, Mullen schützt Bennett und Pollitt schützt Vlasov. Wird natürlich ein bisschen dauern, bis er nach vorne kommt. Und wir haben 7 Fahrer in dieser Ausreißergruppe, die jetzt hier um die Bergpunkte sammeln werden. Kämpfen werden, die aber bisher auch noch keine Bergpunkte interessanterweise geholt haben in dieser Gruppe. Und Bonamour holt sich die Wertung der dritten Kategorie. Mal gucken, ob man heute da Galopport vielleicht ein bisschen ja, ins Hinterrad rücken kann, sozusagen. Und dann wird in ein paar Kilometern auch schon die Sprintwertung anstehen. Und wir sind da ja mit Sam Bennett momentan nicht schlecht dabei. Wir sind auf dem zweiten Platz, 107 Punkte. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall versuchen, da heute nochmal ja, was zu holen. Ich überlege, ich glaube, ich mache sogar eine Leadout von Van Poppel. Auch, also wir haben 7 Fahrer in der Ausreißergruppe, das heißt, uns zu holen maximal 8 Punkte. Ich versuche da Bennett auf jeden Fall schon mal eine gute Position zu bringen. Jetzt kommt auch Team Bike Exchange von der Seite. Wir haben hier schon ordentlich früh quasi den Sprint gelauncht. Und ja, Bennett wird eingequetscht schon Grüne wegen und Sagan. Und Van Poppel muss dann weichen. Dann würde ich mal sagen, ich gehe hier in den Sprint und versuche jetzt Van Poppel irgendwie hier. Ja, so. Perfekt funktioniert. Das hat wirklich absolut perfekt funktioniert tatsächlich. Überraschenderweise. Bennett genau auf die 8 mit 8 Punkten und Van Poppel direkt dahinter auf die 9 mit 7 Punkten. Heißt, hat da auch nochmal ein paar Punkte den anderen weggeschnappt. Also wirklich optimal gelaufen ist das Ganze. Dann würde ich mal sagen, mache ich das jetzt so. Keine Ahnung, den brauche ich ja heute nicht mehr. Also ich kann eigentlich sogar den hier machen. Ist eigentlich wurscht. Ansonsten, ja, Nils Pollitt ist alles fit. Da brauche ich mich weiter nicht drum zu kümmern. Und wir sehen uns wahrscheinlich dann bei der nächsten Bergwertung wieder. Beziehungsweise ich habe die zweite Bergwertung verpasst. Bonamour hat jedenfalls gewonnen vor Velasco, Buscher und Lafay. Die finale Bergwertung des Tages steht an. Diesmal nur eine der vierten Kategorie. Da gibt es jetzt also nicht mehr so viele Punkte zu holen. Wenn man sich mal hier so ein bisschen die Energie bei mir an der Seite anschaut. Ja, doch, da war heute einiges los. Bonamour jetzt auf Platz 4 mit 8 Punkten. Heute auf jeden Fall nochmal
gut was rausgeholt und da kommt schon das Hauptfeld angeflogen. Malen liegt zurück, das ist nicht so schlimm, aber dann werde ich den mal automatisch stellen. Ja, aber das ist tatsächlich bisher ein richtig anstrengendes Rennen wohl gewesen. Und jetzt geht es hier aber nochmal in die Phase. Pause. Pause hat eine Reifenpanne. Kommt aber wieder, aber das Ding ist der Speziell des Vlasov nicht mehr. Das kann dann jetzt Konrad Schachmann oder Kevin übernehmen. Ich würde mal sagen, gemessen des Energielevels momentan werde ich das Konrad überlassen. Wie gesagt, jetzt ein bisschen die Möglichkeit zum Erholen da gewesen in diesem Abstieg. Wir haben diese vier Fahrer, die werden es wahrscheinlich zu viert in einem Zug dann zu Ende fahren. Ich glaube, die anderen vier brauche ich hier auch nicht mehr. Oratscher könnte heute mir noch das gelbe Trikot beispielsweise jetzt noch durch eine Zeitgutschrift im Ziel abnehmen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Aber deswegen müssen wir auch heute aufpassen und wirklich versuchen, das Beste mit Vlasov rauszuholen. Wir haben Angriff von Thijs Pinot. Jetzt wird es aber wild. Jetzt wird es aber wirklich wild. Oh, Pogacar ist auch vorne mit dabei. Dann werde ich mal das hier einschalten, damit ich da auf jeden Fall ein bisschen mehr den Überblick behalte. Ja, es wird sich so ein bisschen im Sande verlaufen, hoffe ich doch mal jetzt. Ah, es geht weiter. Ah, guck mal. Ah, hier habe ich ja fast. Das ist nicht die richtige Reihenfolge, aber. Ah, dann mache ich das jetzt. Dann bietet sich das wahrscheinlich an. Kemner. Sieht aber auch heute besser aus. Dann Schachmann. Und dann Konrad. Beziehungsweise, ja, Konrad eben jetzt als Erster. Würde jetzt erstmal ein bisschen nach vorne fahren. Jetzt wird die Straße hier nochmal ein bisschen enger. Aber wir ziehen einfach vorbei. Ich hoffe, das ist gut und richtig, was wir machen. Aber es wird natürlich nur. Hoppala. Das muss ich mir mal eben ansehen. Ist hier. Ach. Ein kleiner Sportplatz. Ist ja süß. Sehr nice. Weiter geht's. Konrad. Schon ein wenig an Energie verloren. Aber ich denke, wir befinden uns hier gerade noch in dem machbaren Bereich. Ich war nochmal eben in den Streckenverlauf rein. Es wird immer sehr kurvig, wie es aussieht. Das heißt, ich werde hier nochmal ein bisschen Gas geben. Diesen Hügel hoch. Und jetzt wird sich hier dazwischen gequetscht, was natürlich nicht so optimal ist. Ja, es ist sehr kurvig an der Stelle gerade. Kann ich einfach so machen. Oh, Vlasovs roter Balken sieht schlecht aus, actually. Mache ich jetzt mal mit 90 bei Schachmann weiter. Hier ist nochmal dieser kurze Abschnitt, wo es leicht runter geht. Wo es dann jetzt hier nochmal in den neuen Anstieg geht. Und das ist auch der Finale. Wir haben 1,7 Kilometer noch übrig und wir haben hier eine Lücke. Oh, Vingegaard beispielsweise. Eieiei. Und hat auch einen krassen Zeitabstand bereits. Da vielleicht sogar eher in der Kostschaftwasser-Etappe nicht mitgekommen. Das sieht fast danach aus. Ich sage, hier haben wir Pinot, Thomas, Thomas und so weiter und so fort. Deshalb krass. Krass, auf jeden Fall. Und Schachmann führt uns jetzt hier die letzten 1,7 Kilometer hoch. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Energiehaushalt aussieht. Ich glaube, ich kann die Energiegels schon mal reinhauen. Das Ding ist, Vlasovs roter Balken ist auch einfach sehr niedrig. Underpool. Ja, ich glaube, ich kann auf die 95 hochgehen mit Schachmann. Da verliebt Roglic, Pogacar ziehen da quasi ein bisschen vorbei und jetzt ist das Ding, also eigentlich sieht es gut aus, so jetzt von Kemner her
Kann, es wäre fast sogar schon zu viel Energie, aber Vlasov hat halt nichts mehr im Tank. Deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach für den Sprint mit Kemna. Und guck, dass Vlasov einfach hinten an seinem Hinterrad bleibt. Einigermaßen zumindest. Nein. So. So. Let's go. Van der Poel, Roglic und Kemna. Kemna zieht vorbei. Interessanterweise, aber hat auch einfach eine sehr gute Tagesform. Ist aber auch relativ früh jetzt hier mit dem Full-On-Sprint. Ja, es sieht super gut aus. Es sieht also optimal aus quasi. Ich würde mal sagen, das muss ein Stage-Win sein. Ich versuche es auch nochmal mit Vlasov vorbeizuziehen. Soll ich Vlasov den Stage-Win gönnen für die Zeitbonifikation? Oder Kemna? Ich mache jemand anderen hab. Die Vlasov hat doch noch keine Etappe gewonnen, oder das war das Schachmann, der die Etappe gewonnen hat, oder bin ich. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Kann auch mal ihre Energie jetzt einfach reinhauen. Soll ich gleich mal vorher vergessen. Ich kann es quasi aussuchen, ob ich jetzt mit Kemna oder Vlasov gewinnen möchte, diese Etappe. Ich glaube, ich gönn's Kemna einfach. Ich will mal nicht so sein. Kemna, Vlasov, Doppelsieg vor Roglic, Van der Poel, Pogacar. Dann Alaphilippe, leider auch nicht dabei. Woods, Benoit, Teuns. Schade echt, dass da nochmal so viel abgeändert wurde bei der Startliste. Das finde ich echt ein bisschen doof. Ich dachte, da würde nicht mal so viel passieren bei der Startliste, die ich halt hatte bei Pro Cycling Stats. Aber da gab es eben doch noch die eine oder andere Änderung. Ja, schafft man auch noch in den Top 10. Wir gucken uns jetzt mal an, wie die ganzen Klassifikationen jetzt aussehen nach dieser Etappe. Kemna mit dem Etappensieg. Sehr, sehr, sehr nice. Der Bora Doppelschlag. Und wir haben einen Zeitabstand noch bekommen auf Roglic, Van der Poel, Pogacar und so weiter. In der Gruppe ist auch Schachmann mit dabei, das ist absolut genial. Das ist ja wieder mal absolut super gelaufen. Vlasov damit jetzt 16 Sekunden vor Pogacar, aber die Berge kommen noch und da sieht es gefährlich aus. Das muss ich natürlich ehrlicherweise sagen. Schachmann natürlich jetzt auch noch mit vorne dabei. Alaphilippe hat auch, aber wie gesagt, die Berge kommen noch. Luzenko, weiß ich auch nicht, ob der sich so gut erhalten kann noch. Enric Mas kann sogar auch noch Zeit gut machen wahrscheinlich. Van der Poel natürlich nicht. Roglic sicherlich ist noch lange nicht abgeschrieben, finde ich. Martinez, Bardet sind noch dabei, aber ein paar haben wir auch halt wirklich schon abgehangen. Das kann dort übrigens noch im 15, aber hier so ein Pinot zum Beispiel. Thomas Uran hat 5 Minuten 46 Abstand schon, das ist natürlich kritisch. Vingegaard eben auch. Im Niemandsland und Sam Bennett auf dem zweiten Platz in der Sprintwertung hat sich nichts geändert. Bergwertung auch nicht so viel. Bonamon natürlich ein bisschen nach vorne gerutscht, aber sonst. Ja, Jungfahrerwertung glaube ich auch nicht allzu spannend. Fred White wird auch nicht den zweiten Platz behalten können. Kasper wird es sicherlich auch nicht den dritten. In dem Sinne wird sich da noch was ändern auf jeden Fall. Und wir haben die Teamwertung. 1 Minute 33 Vorsprung auf Total Energies. Okay, krass. Vor allem auch, dass die Zweiter sind. Super cool. Nächste Etappe sieht allerdings so aus, ist eine richtige, richtige Bergetappe, würde ich mal behaupten. Es werden Favorit Pogacar, Roglic, Vingegaard. Ja gut. Und Vlasov, naja, ist mit in der Favoritenliste dabei, aber ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird. Wobei die Etappe sieht noch möglich aus, bin ich ehrlich. Also das könnten wir noch hinkriegen. Aber in der dritten Woche und so, da wird es echt schwierig wahrscheinlich für uns. Oder in den weiteren Bergetappen hier, wenn wir jetzt uns sowas angucken, das hier wird richtig, richtig hart für uns. Beispielsweise oder auch Alpe d'Huez. Ja, aber wir dürfen nach wie vor gespannt sein, wie es ausgeht. Wir sehen uns in der nächsten Etappe wieder. Bis dann, mach's gut und bye bye.